Wespenfänger. Leeres Marmeladenglas mit Zuckerwasser gefüllt und 8 mm Loch in den Deckel rein. Das lockt die Wespen an. Kipptisch. Überall bei uns im Westerwald gibt es krumme Stellflächen. Ein Kipptisch, der sich ein bisschen neigen lässt, löst das Problem. Ein bewegliches Gelenk am Ständer und man kann immer die Tischplatte waagerecht stellen. Und diesen Tischkipp habe ich sogar noch einen mit Solarlampe. Der kann bis spät das Umfeld erleuchten. Stangengrill. Grillplatte an einer Stange. Die lässt sich mit einer löslichen Schraube hoch und runter stellen und gleichzeitig zur Seite stellen. Besser als ein Grill mit Kette und einfacher. So, das soll ein Kleintransporter sein für ein Campingklo. Hier unten sind ein paar Rollen drunter. Auf einer Seite kann man die Rollen auch feststellen. Insgesamt. So. Dann habe ich hier so ein Rohr dran gemacht, so ein Vierkantrohr. Damit kann man das dann transportieren und fahren. Das ist nicht für ein Camping gedacht, sondern für eine pflegebedürftige Person. Hier an der Seite muss ich noch ein paar Abstandshalter machen, damit das nicht nach der Seite wegrutscht. Genau hier auch. So, dazu habe ich noch so ein paar goldene Knöpfchen gefunden. Die drehe ich jetzt hier als Abstandshalter. So, jetzt sitzt das Klo schön fest da drauf. Und so kann man das dann jederzeit mit diesem kleinen Wagen an die pflegebedürftige Person an das Bett ranfahren. Kerzenstände aus Muttern. Immer 6 Muttern aus Eisen verschiedener Größe zusammengeschweißt und dann übereinander geschweißt. Das ist dieser Kerzenständer, der wiegt ca. 8 Kilo. Sonnenschirmstände. Mit diesem in den Boden eingeschlagenen Ständer steht der Sonnenschirm wie eine 1. Dann kann man hier auch ein Gewächshaushocker. Den kann man mal hier an dieser diesen Randstein überall wissen. Stelzenbeet. Dieses Stelzenbeet steht auf 2 Balken und ist sicher vor Mäusen und Schnecken und abgedeckt auch vor Vögeln und Schmetterlingen. Sonnenwachsschmelze. Als Imker braucht man einen Sonnenwachsschmelzer. Dieser hier ist drehbar und gleichzeitig schwenkbar in allen Richtungen. Ein Regenwasserfilter. Der befördert das hier ins Fass. Da oben ist Sand drin. Und hier geht eine Leitung
Die geht ins Gewächshaus. Korken isolieren. Um das Bier im Sommer etwas kalt zu halten, ist dieser aus Korken gebaute Kalthalter. Innen mit Silikon verklebt, ist das doch eine Menge Arbeit, ihn zusammenzubauen. Und man braucht eine Menge Korken. Das könnte ich hier als Patent anmelden. Katzen- oder Wildscheuche. Mit einem kurzen Wasserstrahl wird das herannahende Tier vertrieben. Das hat es selbst ausgelöst. An einem kleinen Kästchen ist ein Bewegungsmelder, der eine Zeitsteuerung anstößt und der Impuls steuert gleichzeitig ein Ventil an, das das Wasser am angeschlossenen Gerät mit einem Wasserstrahl aussendet. Für ein Tier unschädlich, aber ein Warnzeichen für es. Es wird sich überlegen, ob es noch einmal wiederkommt. Steinheber. Aus dem Rollenhalter, die jedes Mal dabei sind, wenn man Rollen kauft, die da zu viel sind, kann man doch viel machen. So wie hier ein Steinheber. Einfach eine Scheibe angeschweißt und einen Dübel in den Stein verschraubt und nun lässt sich der Stein mühelos anheben. Zu gebrauchen zum Beispiel zum Beschweren eines Wäscheständers oder ich habe sie zum Unterlegen einer Leiter an einem buckligen Gelände gebraucht. Gasbrennerverlängerung. Auch hier kann man den Rollenhalter gebrauchen. Manche würde ja sagen, das gibt es ja schon. Gibt es ja sowieso mit anderen Flaschen, aber nicht für diese kleinen gebräuchlichen Gasflaschen, die man sonst hat. Da wird dann einfach ein Stück angeschweißt und man kann dann sich da so eine Halterung bauen und kann die Flasche so damit gebrauchen. Fugenkratzer, auch aus dem Rollenhalter gemacht. Einen kleinen Winkel angeschweißt und etwas geschliffen, bis es passt.